Was? Was passiert? Was ist denn los? Was geht? Was ist denn hier passiert? Okay, Geister. Was zum Teufel ist denn da passiert? Okay. Das nehme ich gerne mit. Und das auch. So, geh mal her. Jen. Warum nicht? Okay. Und der Zug ist da. Kommt vorbei. Schlangenöl, cool. So, komm jetzt mal her. Nicht weglaufen, bleib hier. Das ist interessant. Diese Begegnung. Okay. So. Komm, es geht immer noch nicht los. Es geht immer noch nicht los. Och Mann. Jetzt sind ja auch gar keine Typen, oder? Ja, doch, die sind noch da. Okay, wann startet das? Wo startet das? Hier oben. Okay, kam ich wohl umsonst her. Hatte schon befürchtet. Kommt dann wohl später. Ach Mann. Ich würde das mal gerne tun. Na, ist ja toll. Na, schon gehen wir da hin. Zu Rich Rutsch. Rich Rutsch Farm. So, da. Mach mir dann Dickens, weil er jetzt näher dran ist. Sollen wir das noch tun? Ja, warum nicht? Geht eh schnell. Und? Na, wirklich. Ist ja nichts Neues. So. Na, dann komm mal her. Wir machen immer noch keine Misthacke. So. Komm her. Hui. Halt dich in der Mitte. Ich halte mich in der Mitte. Und wie ich mich festhalte. So in der Mitte halte, das hat noch keiner geschafft bis jetzt. So sehr in der Mitte zu halten. Das wird episch. Das wird ein Weltrekord. So. Aber könnte sein, dass das immer das gleiche Pferd ist. Die sehen immer gleich aus. So. Tja, keine Ahnung. Na, es gibt dann noch ein bisschen Kohle. So, und geschafft. Gut. Hui. So, geh mal weg da. Gut. Ja, schön geschafft. So. Ja, danke schön, 6 Dollar, okay. Lohnt sich doch nicht wirklich. Und wie sieht's aus? Neutonsilien. Okay. Könnte aber auch immer das gleiche sein. Lügner, Betrüger und andere stolze Amerikaner. Ja, das sind die. Mr. Marston, how are you, sir?
I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. Wes Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? No. The sport of kings. Racing. Nein. The sport of kings. Bullshit. No activity without reproach. Nee, ist es nicht. Exactly. The kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Noch nö. Warum ein Pferderennen? Ah, nee. Na ja, toll, jetzt geht das Pferderennen scheiß los. Och nö. Seth is an interesting fellow, is he not? I wouldn't say interesting. More deeply disturbed. I can see why you two get along. I see the good in everybody, John. It's a flaw of mine. I have a soft spot for life's flotsam and jetsam. Connection with him, more like. You and Seth have a lot in common. You both rob people, for one. Mind you, at least he waits until they're dead. Ah, my dear boy. Nobody is more critical of drinkers than a drunk who's mended his ways. What are you talking about? Come on now, John. I've heard about you. You spent your life robbing people. It's a little inappropriate to be taking the moral high ground now. I had the courtesy to put a gun in their face. Whatever helps you sleep easily at night. We stole from those who had too much. Tried to give to those who had too little. A Robin Hood with spurs. Oh, romantic. You expect me to believe that, poppycock? Maybe I'll have the good fortune to be able to leave my nefarious life behind one day and work on the government's dime. Don't talk about things you don't understand. Dear, oh dear, simmer down, my boy. You need to start appreciating your friends more. Folks around here don't see you as any different from Bill Williamson. I didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to success. I can help you. Seth can help you. It's business. Nothing more, nothing less. There's no need to make it quite so personal. Suits me. Interessant. Okay, das Pferd ist treu. Muss ich zugeben. Folgt die ganze Zeit. Schön. Okay. Ja, nur die Kamera stört hier ein bisschen, kann das nicht hier. Okay, kann ich wohl nicht. Kann ich nicht steuern, schade. Anyway, John, we must talk about the race. Nee. Yes, the race. Oh,
Come on! Time to purge that negativity and start thinking like a winner! You're going to have a whale of a time! They've been holding these chariot races in New Austin for as long as I can remember. And we need the money. Why aren't you racing then? Me? Oh no, not my thing at all. You have already proved yourself more than adept at the reins, my dear boy, and under some stress. These races are Byzantine in their ferocity, and the terrain is treacherous. People will do just about anything to win. Men die. It's a marvelous spectator sport. Sounds like fun. And you are my wild card, John. They won't be expecting you. So what's your role in all this? Think of me as your spiritual guide. Do I have to? You are a free man, Focus, but I strongly recommend it. Imagine, just for today, you are not an aging bounty hunter, and I am not an avant-garde business pioneer. No, sir. Today, we are gladiators. Motivation, dear boy. I'm definitely feeling motivated to get the hell out of here. Ja, und wie? Können wir nicht umdrehen? Das wird ätzend. Und dann noch ein Kutschenrennen, ernsthaft. Okay, jetzt darf ich mich bewegen. Interessant. Tja. Das wird scheiße. Okay. Und die haben solche Dinger. Ach, so ein Ding, okay, so ein Wagen. Easy does it. Na toll. Was für Bullshit. Ja, wir sind braves Pferd. Okay. Wo kann ich denn hier einsteigen? So, na los, jetzt steig doch mal ein. Ach ne. Y'all know the rules, but for you newcomers, this here's a fair race. Keep to your manners and let the faster cart pass. So now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always. Okay. Das ist Bullshit. So. Disqualifiziert, okay. Na schön. So. Ich hasse Rennen. Jede Art von Rennen. Okay. Okay. Ganz schön kurvenreich hier. Rückwärts zu fahren, okay. Warum sollte das tun? Das bringt ja nichts. So. Okay. Da. Oh, schöne Brücke. Puh. Tja. Okay. Ach, die haben Pferde. Werden für sowas missbraucht. Tja. Das ist echt übel. Das wünscht man niemanden. So. Ah, wie lange geht das noch? Ich will das schnell beenden hier. Ganz schnell beenden. Beenden, ganz schnell. So, gib mal ein bisschen Gas hier. Du.
Okay, da vorne ist das Ziel. Beeilung. Da vorne ist das Ziel. Da, ich sehe es schon. Das Ziel. Beeilung. Na los. Schneller. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es hinter uns. Nice. Oh, das war grauenhaft. Grauenhaft langweilig. Ja, mach das. Viel Spaß mit ihm. Okay. Gut, gehen wir. Nee. Bäh. They take the racing very seriously in these parts, and your participation was not entirely pre-approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, yes, of course. No, und jetzt laufen die bestimmt an. Greifen die an. Okay. Nicht. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Interessant. Gut, wir brauchen Feuerkraft. Apropos, bekommen wir neue Waffen. $3, ernsthaft. Für diesen Scheiß. Was ist das denn für ein Bullshit? Okay, jetzt können wir ihn treffen. Interessant. Okay, hast du was Neues? Nee, okay. Nichts Neues. Ja gut. Dann komm mal her. So. Mal ich was weg und dann ist die Frage, wohin gehen wir als nächstes? Erstmal. Okay, kann du nicht reinsammeln, verdammt. So ein Mist. Warte erstmal schauen. Plane View. Okay. Das ist ja neu. Repentance Rock. Geh mal kurz dahin. Warum nicht? Da könnte vielleicht noch ein Bandenversteck sein. Ich würde da gerne aufräumen. Sehr gerne aufräumen. So, stopp. So, dich brauche ich. Es gehört mir. So. Oh, na, das hätten wir. Gut. Geschafft. Cool. So, was kommt als nächstes? Überlebenskünstler, sammle 8 Feigenkakteen, zusätzlich zu denen, die du vielleicht schon hast, du findest dieses Kraut in und um Punta Orgullo. Punta Orgullo. Da drüben. Okay, das heißt, wir müssen warten, bis wir da drüben hingehen können. Gut.
Na schön, das hätten wir. Okay, dann machen wir noch Gürteltiere und Wildschwein. Aber ich schätze, Wildschwein wird auch da drüben sein. Und was war das andere? Schieße zwei Personen, Kopfverdeckung vom Kopf. Okay, bei einem habe ich es geschafft. Irgendwie. Aber keine Ahnung, wie genau das gezählt wird. Okay. So, wir sind da. Okay, Schlange. Wer hier ist? Kein Bandenversteck. Na, schade. Na schön, gehen wir wieder zu Dickens. Den Dicken. Ist glaube ich eh schon da vorne. So. Tja, wir bereiten immer noch den Angriff auf Fort Mercer vor. Wer seid ihr denn? Normale Typen, okay. Plain View, schön. So, hätten wir freigeschaltet. Okay, ist das eine Kö? Kann ich nicht öffnen, schade. Oh nein, was ist denn da los? So. Nice, ein paar Pumas. You saved my life, sir. This is all I have to offer, but I shall pray for you forevermore. Ah, hast du Glück gehabt. So. Tja. Zwei Pumas. Da noch hier in der Siedlung. Ja, die leben gefährlich hier. Okay. So, ein paar Pumas. Schön. Gut. Ja, die können einen natürlich leicht töten. Zu Fuß. Da muss man aufpassen.